Und somit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zombie. Und bei der letzten Folge waren ja eigentlich hinter uns oder unter uns sehr viele Zombies. Oh mein Gott. Alles klar. Mister, komm, welche. Check dein Radar. Oh mein Gott, ist das. Wenn ich es wüsste. Ja. Das Geschütz war auf jeden Fall geil. Beim letzten Mal haben wir Leichen geplündert, oder? Ah, bewegst dich also auch ohne uns. Rauskommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Pistolenmunition. Drück und halt L1, um den Scanner zu benutzen. Problem ist, Leute. Was haben wir hier? Hier brauchen wir auch eine Keycard. Alles klar. Es befindet sich ein Zombie auf der anderen Seite. War ja klar. Eine verschlossene Tür. Was soll ich machen? Den Basie? Den Poppek? Wie heißt er nochmal? Cocket? Ja. Ich glaube, der ist tot. Oh! Können wir auch etwas plündern, aber die Schublade ist so schön leer.
Missionsgegenstände. Keycard. Das ist sie. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Hammer. Oder nicht? Sieht ziemlich gefährlich hier aus, muss ich schon sagen. Oh ja. Vor uns sind zwei Zombies. Deswegen werde ich auch nicht weitergehen. Wieso habe ich die hier nicht gesehen? Weil genau da sind die ja eigentlich. Eigentlich. Retter. Gut. Wo geht's denn hier lang? Noch mehr Bretter. Okay, Leute. Wir sind von dem einen Durchgang genau hier in der Ecke. Wo sind wir hergekommen? Ich glaube hier. Wir gehen ganz entspannt wieder zurück, gucken uns die verschlossene Tür mit den Karten an. Ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben vom Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, wenn wir wussten, was kommt. Das ist schön. Und meine lieben Leute, wir haben vor uns ein paar Zombies. Und eine verdammte Ratte. Mehr ist sie anscheinend nicht. Ein alter Rechner. Hm.
Hier waren eben noch Zombies. Wo gehen wir jetzt hin, Leute? John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Aha. Nicht sehr erfreulich. Erinnert ihr euch noch an die Kamera? Komm und gehen, hallo? Ich fühle mich nicht sehr sicher. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst. Damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Oh nee, ne? Fuck you. Leute müssen ganz leise sein. Die schreien ja wie meine Oma. Verdammt. Ich will ehrlich gesagt dahin. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Da hat er ausnahmsweise recht. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Gott sei Dank, ey. Verdammte Scheiße, Mann. Da gehen wir noch nicht hin, Leute, weil wir sind noch nicht vorbereitet. Wo geht es hier lang? Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Hier ist so viel zu, wie zu ist.
glaube, wir müssen das so machen, Leute. Weil ich weiß nicht, wenn wir den so erschießen, ob die Meute dann auf uns zukommt. Das ist die Frage. Es war zwar nicht sehr leise, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es hat geklappt. Ich glaube, ich gehe hier rein. Ist mir sicher, auf jeden Fall wieder draußen. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren, Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Danke. Da stimme ich ausnahmsweise mal zu. Ach, Dietrich, erforderlich. Das ist schön zu hören. Schön zu lesen. Wo sollen wir hin? Aber ich glaube, wir müssen dahin, Leute. Wir brauchen eine Keycard. Klar. Gute Arbeit, Soldat. Kanalstation, nenne ich das mal. Safehouse? Und Safehouse. Ja. Und da sind wir wieder. Hat. Ach so. Da ist unser Ziel. Nicht das Safehouse. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Boah, voll den Schädel abgehauen. Wie komme ich jetzt überhaupt hier rein? Wie habe ich das geschafft?
Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Das ist ja schön. Ich versuche mal, die abzulenken, Leute. Es geht nicht anders. Er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Oh shit. Diese armen Bullen sind sicher wegen des Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Gehen wir shoppen. Aber nein, ich glaube besser nicht. Oh, die Schweine. Abteilung. Bam. What the hell? Hallo? Oho. Naja, Zombie. Gut, dass er sich umgebracht hat. Verbarrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Wo ist ein Hammer? Leichter gesagt, wie getan. Aber Leute, wisst ihr was? Mit den Zombies hier an der Tür. Fällt mir das Ganze ein bisschen schwer und wir sind auch über die Zeit gekommen mittlerweile. Ich würde sagen, bei dem Supermarkt machen wir hier ein Ende erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit Zombie. Also Leute, haut rein, ich wünsche euch was. Das war's. Bis denn, Leute.